Eine einmalige Gelegenheit, bei Atze Schröder in der Garderobe mal aufzutauchen, und zwar vor dem großen Auftritt hier im Tempodrom in Berlin. Ja, ich werde älter, ne? Jetzt kommen schon Radioredakteure. Früher wurden hier nasse Schlüffer reingeworfen. Ach so. Aber du bist mir sehr willkommen. Ich wollte gerade fragen. Bei mir macht das Suchen ja langsam auch mehr Spaß als das Finden. Du, ich meine, bei uns beim Radiosender fliegen ja regelmäßig nasse Schlüpper rein. Insofern hätten wir ein paar mitbringen können. Was hätten wir hier reingeworfen, wenn wir es gewusst hätten. Ja, in meinem Alter ist man dann, erkältet man sich so schnell. Atze, wir wollen natürlich ein paar Neuigkeiten erfahren von dir. Es ist ja so, wir waren natürlich auch schon mal so Backstage bei Paul Panz, haben geguckt, was der macht. Der zockt, bevor er auf die Bühne geht. Ja, also bis die letzte Sekunde davor. Mein bester Kumpel in der Comedy-Szene. Genau, und deshalb wollen wir mal gucken, was Atze Schröder so macht. Bei dir sieht es relativ langweilig aus, ein Blumenstrauß hier. Ja, das ist so das Aufregendste. Kein Alkohol? Ich hab Fondue schon, fehlt auch, komplett? Ich habe schon monatelang nicht mehr getrunken. Geht ganz gut. Und ich hatte gerade hier, deswegen liegen die Kopfhörer hier, ich hatte ein Hörbuch gehört. Und das ist so mein Ding, ne? Entweder lesen oder hören. Du hörst wahrscheinlich deinen eigenen Podcast, Zärtliche Cousinen. Leon Winscheid hat ja, als er bei uns in der Sendung war, natürlich darüber erzählt, wie schön es ist, mit Atze Schröder einen Podcast zu machen. Ja, ja, wir haben immer viel Spaß. Mittlerweile lieben wir uns ja. Am Anfang war das ein bisschen ruppig, aber jetzt geht's. Das wollte ich dich gerade fragen. Aber wo wir gerade über Backstage-Situationen sprechen, muss ich direkt eine Anekdote rauslassen. Und zwar in Hamburg, direkt nebenan ist so ein kleines Hotel, wo ich immer schwimmen kann, im Pool, bin da geduldet. Und ich habe so einen kleinen Trainingsraum. Und wer kommt Montag rein, als ich da am Trainieren bin und der Raum ist mit zwei Leuten voll? Wladimir Klitschko. Nein. Ja. Und du hast mit ihm gleich sofort einen spontanen Boxkampf begonnen? Nee, ich habe erstmal höhere Gewichte aufgelegt. Ich glaube, ich muss nächste Woche noch zum Physio. Und er hat ganz kleine Gewichte genommen und hat zur Schnelligkeit trainiert. Also der hat sich gedacht, wieso hat dieser Assi da vorne so einen roten Kopf? Ja, mal ganz ehrlich, du hast ja bei Wetten, dass, glaube ich, auch mal auf der Couch gesessen. Klitschko war auch regelmäßig da. Habt ihr euch nicht irgendwas schon mal gesehen? Doch, wir haben uns schon mal gesehen. Vor allen Dingen habe ich eine Klitschko-Nummer mal im Programm gehabt, wo ich gesagt habe, da stehen zwei ukrainische Ziegenbremser. Ja. Links, rechts, links, Vitali, ja, Wladimir, links, rechts. Und die Nummer habe ich gespielt und sie saßen beide direkt vor mir. Das war eine Mutprobe. Du hättest dich so in Erinnerung bringen können, indem du den Gag nochmal ausgepackt hättest. Ich habe ja den Gag gespielt. Nee, ich meine bei Klitschko im Fitnesscenter. Ja, hast du dich nicht getraut, ja? Erstmal ist er eine ziemliche Erscheinung, dann ist er super höflich und er hat schon eine Ausstrahlung. Doch, also jetzt nicht nur aufgrund seiner Physis, das ist auch schon ein Typ, der so rüberkommt. Kleine Frage am Rande, wenn du schwimmen gehst mit Badekappe? Nee, nicht mit Badekappe, aber mit Speedo. Ich bin der Einzige, der noch mit Speedo badet. Ja, weil du es kannst, ne? Ja, also du, man muss ja auch sehen, ne, ob ich ein schönes Wochenende hatte oder nicht. Ja, man kann noch mehr sehen. Du warst ja mal Sportler schließlich, ja? Du warst ja mal sehr, sehr erfolgreicher Sportler sogar. Stimmt, ja. Letztens kam Fabian Hambrüchen in einer Show bei mir in die Garderobe und meinte, liebe Grüße von meinem Vater, weil ich früher mit seinem Vater zusammen geturnt habe. Das ist auch schon ein paar Tage her. Rudi Carell hat mich mal vor 7 Tage, 7 Köpfe angerufen und meinte, kannst du nicht im Handstand übers Pult laufen? Da habe ich mal so überlegt, wie lang ist denn das hier? Ich bin ja froh, wenn ich mir die Schuhe zubinden kann ohne Schmerzen. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Du hast es vermutlich auch nicht gemacht, ne? Nein, es war einfach zu lange her. War schon 30 Jahre her. Was geht noch sportlich heutzutage? Ja, man sagt ja, wozu Eisen pumpen, wenn der Stahl längst geschmiedet ist. Aber so ein bisschen muss man sich ja fit halten. Ich habe eine sehr hübsche, sehr vitale Freundin und da muss ich ja wenigstens hinterherlaufen können. Weißt du denn eigentlich, passt genau zum Thema, was die häufigste Sexstellung der Deutschen ist? Missionarsstellung? Er unten, keiner oben. Wieder was dazugelernt. Ja, wir gehen bei Atze die Garderobe und schon haben wir wieder was gelernt. Das ist toll. So, du bist jetzt auf Tour und es ist völlig einsam bei dir. Kein Alkohol, keine Drogen, keine Tanzgirls, nichts. Nichts, außer hier eine leere Couch. Besetzungscouch mal ehemals, oder? Aber gute Laune. Ja, ich würde ja gern mit Rock'n'Roll-Geschichten dienen, aber meistens ist das ja so. Ne? Ich konnte noch nie vor der Show irgendwie ein Schlückchen trinken. Es kommt schon mal vor, dass ich zur Zugabe, wenn ich lange auf Tour bin, dann kriege ich schon mal so ein Gläschen gereicht. Aber das hat jetzt in Hamburg dazu geführt, dass ich in der Barclays Arena für jeden Auftritt, den ein Künstler da hat und ausverkauft, pflanzen die einen Baum. Das Ganze nennt sich Fame Forest. Mhm. Jetzt ich nach hinten, trinken Glas Sekt mit dem Jägermeister dazu und war sofort auf 180 und habe gesagt, was ist das denn für eine flache Nummer? Nicht ein Baum, für jeden, der heute hier ist, pflanze ich einen Baum, 10.000 Bäume.
Also das war ein teures Säckchen. Das kann ich mir weiß vorstellen. Jetzt auch, was so ein Setzling kostet. Ja, man muss ja die Gage auch gut anlegen, ne? Ja, und eigentlich ist es ja auch nicht schlecht. Also der Bund für Naturschutz hat so ein Grundstück zur Verfügung gestellt, 4,5 Hektar. Und da entsteht jetzt der Atzewald. Und es ist natürlich ein geiles Gefühl, dass du schon weißt, wo du beerdigt wirst. Der Atzewald klingt aber gut. Hast du nicht mal die Geschichte erzählt irgendwann, dass du dich bei Wetten, dass mal abgeschossen hast, weil es so stinklangweilig war? Ja, ach, das könnte ich heute auf der Bühne auch mal wieder erzählen. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee, oder? Ja, damals war Lena zu Gast als Tochter der Stadt Hannover. Das war der letzte reguläre Show mit Thomas Gottschalk. Mhm. Schweighöfer war auch da. Schweige und ich wussten, das wird jetzt langweilig, haben uns jeder so ein paar Flaschen Sekt mitgenommen und haben die kurze abgefüllt. Die saß zwischen uns, Lea Meyer Landrut. Verträgt die was? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Die war breit wie ein Amtmann. Echt? Um 9:30 ist immer weggenickert. Und ich musste am Ende der Show, ich hatte so eine Wette verloren als Wettpate und musste eine Zuschauerin mit einer Zitronenente stinkbesoffen bis zum Bahnhof fahren in Hannover. Vom Messegelände bis zum Bahnhof sind 10 Kilometer. Aber das Beste war vorne und hinten Polizeieskorte. Da darf man auch mal betrunken fahren. Und außerdem bist du Atze Schröder, ne? Du bist ja nicht irgendwer. Das Beste ist, dass keiner weiß, was aus dem Auto geworden ist. Ich habe das einfach vor dem Bahnhof stehen lassen mit Schlüssel drin und so. Müsste man eigentlich mal fragen bei den Shows, ne? Hat jemand meine Ente gesehen? Ja, gibt ja keiner zu. Ja, irgendeiner hat sich gefreut. Also beim ZDF weiß auch keiner, wo die Karre geblieben ist. Du hast von Hannover gerade erzählt, Niedersachsen, Berlin-Brandenburg ist ja auch eine interessante Region. Ne? Du Absolut. Bist ja regelmäßig auch in Berlin. Hast du denn ringsum Umland auch Erfahrungen in Brandenburg? Ich habe vorgestern noch mit Bastian Pastewka zusammengesessen und der hat ja so eine Datscha da irgendwo am See, da wo Ralf Herford und viele andere Schauspieler auch ihre kleinen Häuschen haben. Ist schon schön da, ne? Und das ist schon echt schön. Ja, da könnte ich nochmal ins Grübeln kommen. Bist du eingeladen oder kaufst du dir selbst auch so ein Haus am See? Ähnlich wie bei Ferienhäusern und Booten bin ich immer froh, wenn sich jemand was kauft, weil da muss ich es nicht selber machen. Ja, das heißt, Eigentum verpflichtet ja auch. Ja, und wenn jemand was hat, dann sage ich, endlich bist du ein richtiger Freund. Ich komme dich jetzt auch regelmäßig besuchen. Genau. Das ist ja wichtig für so eine Freundschaft. Ja. So, jetzt bist du ja schon ein paar Tage auf Tour. Und jetzt hier in der Bundeshauptstadt angekommen, hast ja bei uns in der Weihnachtsshow auch schon Tickets verlost. Das heißt, wir haben auch Hörer in der Show dabei. Ja, dieser Termin ist jetzt nicht mal verschoben worden. Ja, ne? Ja. Ich habe da vorne ein Tour-T-Shirt liegen, da steht drauf Berlin, 16. Februar 2020. Heute ist der 12.01.2023. Ja. 23, ist ja schon wieder ein Jahr vergangen. Hammer, meine Güte. Ich hoffe, die Leute kennen mich überhaupt noch. Natürlich, das wirst du gleich sehen, wenn du da draußen bist. Wir sind ja jetzt die letzten 3 Monate mit diesem Programm und da wird man schon fast wieder wehmütig. Dann genießt man jeden Moment und ist auch schön so. Wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen? Ja. Was liegt an? Die Atze Schröder Glaskugel. Wir schauen mal rein. Ich weiß schon genau, was zu sehen ist. Ja, erzähle. Können wir schon was verraten? Ja, ich habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Tour läuft aus, das Programm ist ja 2019 schon entstanden. Und wie geht's weiter? Und da habe ich gedacht, geht's weiter, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber mache. Natürlich. Neues Programm machen. Ein Mann im besten Alter. Weiter auf Tour. Ich mache jetzt erstmal bis Mitte 80 weiter und dann erhöhe ich das Tempo. Bis Mitte 2080. Ach so, bis Alter 80. Bis ich war 80, ja, das ist nicht mehr so lange. Aber 2080 wäre auch möglich. Du bist ein vitaler, gut aussehender Typ. Stimmt, wenn Google so weitermacht, die forschen ja am ewigen Leben, dann so ist es. Kriegst du so einen Chip eingepflanzt und dann... Hättest Bock drauf, ja, ne? Total, her damit. Dann machen wir beide in 50 Jahren noch das nächste Interview. Ja, genau. Mit Chip, also wie die Stones quasi, die auch gestützt werden. Da ist ja das Interessante, die Stones kommen ja auch wieder auf Tour. Und zum ersten Mal ist das Konzert bestuhlt. Man muss das Publikum muss aber weiterhin stehen. Aber auf solche Dinge haben wir ja immer gewartet, ne? Zwischendurch. Das ist toll. Lieber Atze, dann erzähl doch mal, was auf Tour so passiert. Ist es so genauso langweilig, wenn du wieder in die Garderobe zurückkommst, wie jetzt im Moment, oder ist da ab und zu mal mehr los? Aftershow-Partys und solche Dinge gibt es gar nicht, oder? Man sagt ja, früher war mehr Lametta und ja, bei mir stimmt das auch. Früher habe ich auch mehrere Tage dann im Tempodrom gespielt und ihr direkt gegenüber ist ja der Partyraum. Und wenn ich dran denke, früher hatten wir eine eigene Jägermeistermaschine noch mit auf Tour. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, so einige Saufereien hätten wir noch weglassen können. Mhm. Und deswegen gefällt mir das so ganz gut, so etwas gesünder unterwegs zu sein. Aber ja, mal so. Jetzt fängt die Frühjahrstour gerade an. Also in 3 Monaten sieht das Backstage auch anders aus. Ja, weil dann schauen wir in 3 Monaten einfach nochmal vorbei. Ja. Aber ich habe noch eine abschließende Frage, weil mich das interessiert einfach. Ich bin ja der große Grillfan. Grille für mein Leben gerne. Ja. Das habe ich irgendwo in der Presse gelesen.
dass du als jemand, der für Brutzler jahrelang dafür gesorgt hat, dass wir alle Bratwürste gekauft haben und gegessen haben, gar nicht so ein gerne Griller ist, ja? Nee, ich werde gern zum Grillen eingeladen, wobei ich das halt absurd finde, ne? Man hat ja eine Küche. Wieso muss man da noch grillen? Ja, aber es ist schön, riecht ja gut. Holzkohle riecht gut. Also Einladung angenommen. Ja? Ja. Also kommst du zum Grillen, wenn wir grillen? Ich weiß noch, meine Perle hat mir zum 50. so einen Outdoor-Chief oder so einen Weber-Grill, also wirklich so mit Thermometer drin, so ein gute. Und ich wusste nicht mehr, dass sie das geschenkt hat und stehe so, guck so in Garne, sag mal, wer hat mir denn so eine Scheiße geschenkt? Ja, das war dann wohl ich. Da kann man mal schnell ins Fettnäpfchen latschen. Ja, ja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, wie gesagt, ich werde ja gerne eingeladen, aber ich brauche keinen eigenen Grill. Wir haben eine Küche. Verstehe ich. Aber so ein schönes Stück Fleisch und eine Wurst geht bei dir schon mal, ja? Ja, ich bin ja, meine Perle kocht vegan zu Hause, allerdings auf sehr hohem Niveau und bin jetzt 57. Das heißt, seitdem ich auch kein Fleisch mehr esse, ist mein Hausarzt auch begeistert. Echt, ja? Ja. Hat sich was verändert in deinem Leben? Ja, der sagt, weiter saufen, auch mit dem Fleisch, das kommt ganz gut. Wunderbar. Da kriegen wir von Atze Schröder sogar noch Gesundheitstipps. Ich finde das ja wirklich toll. So, wie lange tust du noch? Jetzt die nächsten 3 Monate und dann machst du Urlaub oder wie geht's weiter? Dann schreibe ich neues Programm und ab Herbst kommt dann das neue Programm. Mhm. Im Herbst sehen wir uns wieder? Sehr, sehr gerne. Würde mich absolut freuen. Auf der blauen Couch? Ja, das ist ja jetzt neu, sonst war es ja, glaube ich, rot. Siehst du, ne? Die werden auch. Und das war alles so ein bisschen puffiger hier. Aber ja, man sieht auf Rot die Flecken sehr doll. Deshalb blau. Ja, okay. Also, das ist ja eigentlich so ein Indiz für so eine gute Garderobe, ne? Dass da auch viele Sportflecken drauf sind. Aber ich finde, auch die Seite finde ich schöner. Ach so. Ich weiß gar nicht, ich müsste mich jetzt eigentlich rausreden, ne? Dass das alles besser so ist. Aber vielleicht ist es auch wirklich besser. Wenn du mich mit 85, mit voller Spannkraft noch im Spagat auf der Bühne sehen willst, also wir beide im Spagat, dann muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Gut. Ich habe ja von dir jetzt ein paar Tipps bekommen, wie man gut dahin kommt in dieses Alter. Also ein bisschen Fleisch weglassen, vegan kochen lassen, auf hohem Niveau. Ja. Und ab und zu mal einen trinken dazu. Ja, ab und zu mal richtig schön einen trinken. Also heute Abend viel Spaß bei der Show. Danke dir. Wir sitzen im Publikum und werden applaudieren. Ich freue mich. Wir werden dich anfeuern. Solltest du Hilfe brauchen, sag Bescheid, wir sind da. Könnte vorkommen. Man weiß ja nie. Wahrscheinlich nicht. Dann sehen wir uns im Herbst, wenn es weitergeht mit dem neuen Programm. Kannst du ein bisschen was verraten schon oder gar nicht? Ja, ich möchte es noch nicht verraten, weil der Titel wird ein ziemlicher Kracher werden. Und dann kann ich besser jetzt noch hier echte Gefühle spielen. Und dann, wenn, dann erfahrt ihr es als erstes. Habt das gehört, ja? Echte Gefühle bis zum Ende und dann geht's los mit dem neuen Programm. Also, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr, und sehr wir setzen uns jetzt ins Publikum.